Was geht? Wir sind Dulce und Benny, Tony, Tyrese und Arti. Und wir erklären euch heute den Versuch, Reaktion Metalle mit Salz zu lösen. Wir haben euch ein Beispiel vorbereitet mit Eisen und Kupfersulfatlösung. Bei unserem Beispiel wird ein Eisenstab in eine Kupfersulfatlösung eingeführt. Zuerst ist die Kupfersulfatlösung blau. Nach einiger Zeit kann man sehen, dass eine Reaktion stattgefunden hat. Die Kupfersulfatlösung ist blass geworden. Es hat eine Redoxreaktion stattgefunden. Die CO2-Plus-Ionen haben zwei Elektronen aufgenommen, das heißt, sie wurden reduziert. Am Eisennagel hat sich ein Feststoff gebildet, weil eine Redoxreaktion stattgefunden hat. Die Kupferionen aus der Lösung nehmen zwei Elektronen auf und werden zu Kupferatomen. Außerdem hat eine Oxidation stattgefunden. Das Eisen vom Eisenstab wird durch die Oxidation zu einem Eisenion. Dadurch entstehen zwei Elektronen. Oxidation und Reduktion ergeben gleich eine Redoxreaktion. Das eine Atom wird zum Ion und das Ion zum Atom. Packt man Eisen in eine CO2-Plus-Lösung, findet eine Redoxreaktion statt, weil Eisen unedler ist als Kupfer. Packt man jedoch Kupfer in Eisensulfatlösung, findet keine Redoxreaktion statt. Dies zeigen wir an einer Tabelle, die zeigt, welche Metalle mit welcher Lösung reagiert und welche nicht. Am Eisennagel hat sich ein Feststoff gebildet, weil eine Redox... Oh, ich habe schwarze Maul gehabt. Was geht? Wir haben für euch... Was geht? Wir haben für euch ein Chemie... Oh, warte, ich erkläre jetzt was geht? Wir erklären euch heute den Versuch, wie man mit einer Reaktion die Metalle mit... Ich verstehe den Satz nicht. Lass mich... Oh, ich verstehe den Satz nicht.